Moin ihr Lauser und herzlich willkommen zur Krachmucker Montags-Top 5. Keiner mag Montage, ich auch nicht. Ich sorge aber dafür, dass der Wochenstart euch ein bisschen versüßt wird. Eben mit einer schmackigen Top 5, die hier jede Woche kommt. Und ich habe mir was Neues überlegt für diese Woche. Und zwar die Baggerluten Disco Playlist. Ich habe gesehen, dass man sich Spotify auch einfach so runterladen kann, kostenlos, und eine Playlist erstellen kann. Ich nutze es jetzt im Großen und Ganzen nicht, aber diese Playlist ist ja ganz schön. Habe ich hier unten verlinkt, da in der Beschreibung für euch. Könnt ihr euch da, ich weiß nicht, ob man das abonniert oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird die schön gefüttert in der Zukunft mit weiteren. Ob das jetzt hier die Baggerluten Disco Top 5 sind, wo ich euch Songs vorstelle. Wir sind schon drinne. Wir wollen ja nur kurz machen und nicht lang schnacken. 90er Black Metal Hits. Songs, die eigentlich jeder kennt aus meiner Generation, die Jüngeren. Ach, ich weiß ja, wie meine Analytics hier aussehen und was so meine Zielgruppe ist, wie alt ihr alle seid. Ich denke mal, ihr kennt das alles. Aber ist doch mal ein schöner nostalgischer Rückblick, oder? 5 Songs aus den 90er Black Metal, die man permanent gehört hatte, die einem schon fast zu den Ohren rausgekommen sind, die aber, muss ich sagen, immer noch geil sind. Und da ist Night's Blood von Dissection vom Album Storm of the Lightsbane. Ist auch wahrscheinlich, muss ich sagen, der allererste Black Metal Song, der mir so um die Ohren gehauen worden ist. Dissection, nicht so ganz mein Ding. Storm of the Lightsbane, klassisches Album aus der Reihe. Nicht so mein Ding, ich erkenne aber absolut, ohne zu diskutieren, an, dass es ein Klassiker ist. Ist aber einfach so, dass mit dem Schweden Black Death Metal. Ja. Erstes Ding, was ich gehört hatte, ich glaube, das war damals so, das lief hier bei der Kollegin da permanent in der Playlist, wurde irgendwie rauf und runter gespielt und der Running Gag war dann immer wieder, dass ich gefragt habe, wer ist denn das eigentlich? Ach ja, ist Dissection Night's Blood und so weiter, immer wieder. Daneben hatte sie To Eve the Art of Witchcraft von Cradle of Filth hier von der Principle of Evil Made Flesh, das immer im Wechsel hin und her so, ne? Aber Night's Blood Dissection. Dann, wenn wir darüber reden, Satyricon, Nemesis Divina und jetzt wisst ihr es, Mother North. Der Song, wo auch alle, glaube ich, das Video mindestens 100 Mal in der unzensierten Version gesehen haben, ne? Ihr Schlinger, ihr wisst, was ich meine. Monika Broden, ne? Das war damals geil. Ich würde auch sagen, das ist heute noch ein gut gemachtes Black Metal Video. Da trieft vor Kitsch und Klischee, aber geiler Song eines Albums, was ich lange verschmäht habe. Für mich war es immer so ein bisschen vergleichbar mit Amorphis, Tales from the Thousand Lakes, und zwar, weil die beide so einen Sound hatten, der mich nicht so angesprochen hat, beide aber einen absoluten Hit drauf. Ne? Natürlich Amorphis ist klar und Satyricon eben das Mother North. Und beide Alben mittlerweile doch bei mir wieder doch ein bisschen ins Rennen gekommen. Also letztens gerade gehört, ja, gute Sache. Wie gesagt, nicht lang schnacken. Gorgoroth? Ah, jetzt überlegen wir. Wahrscheinlich würden jetzt die meisten noch so sagen, Carving a Giant oder so. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt 90er ist. Aber für mich ist Gorgoroth immer, wenn ich das auf einen Song reduzieren müsste, Krieg. Vor allen Dingen die Tabulaturen hier für Gitarre, die kursierten auch damals so zum Anfängen des Internets, schon relativ früh im Internet. Und ich finde, für jeden Gitarristen, so, es ist eine ganz tolle Sache, auch als Anfänger, so diese Hauptmelodie von Krieg zu spielen. Die geht so, also wie gesagt, als Anfänger, es klingt natürlich scheiße, wenn ich es spiele, aber gut gekonnt ist, halb rübergebracht, wie auch immer. Gorgoroth Krieg. Wir waren bei lustigen Videos oder klischeehaften oder wie auch immer. Blaschirk. Na komm hier, Battles in the North, Immortal. Ganz klar darf in so einer Liste nicht fehlen. Ganz charmantes Teil. Ein Video, was heute wahrscheinlich sowohl in der Liste von geilen Black Metal Videos als auch von total trashigen landen würde. Und irgendwie darum um den Platz 1 kämpft von diesem einen Video, was Arcanum da mal vom Stapel gelassen haben. Wo ich glaube, da als Troll durchs Maisfeld gelaufen ist. Ich fand das damals geil. Ich erinnere mich noch daran, wie das Markus Kafka mal Metalla früher angesagt hatte, so Black Metal, während den ganzen normalen Heavy Metal oder was weiß ich, wenn noch mal Cannibal Corpse überhaupt lief. Und dann hat er so einen weißen Zettel hochgehalten und da stand dann Blaschirk drauf. So. Und du sitzt da so als Stips und hast irgendwie Gänsehaut und die laufen da ohne Gitarrenkabel da durch die Eiswüste. Ne? Kannst du nicht ausdenken. Dimmu Borgir. Das ist eigentlich einfach, oder? Enthroned Darkness, Triumphant, Morning Palace. Der Song, den eigentlich alle geil fanden, aber gesagt haben, aber keiner hat zugegeben. Bezauberter Tajalach. Ist doch so. Dimmu Borgir und Cradle of Filth, das war so damals, das war einfach das allerletzte. Das war der Todesstoß für den harten Black Metal. Das ist der absolute Kommerz gewesen. Ging überhaupt nicht. Und entweder man wusste es damals schon oder heute ist das Album alt genug, dass man das wenigstens dann zugeben kann. Morning Palace ist ein mega geiler Song. Enthroned Darkness Triumphant ist doch ein geiles Album.
Und das sind sie schon wieder, die fünf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Guckt euch hier das mal an, da hier mit Spotify. Ich weiß gar nicht, ob ihr das nutzt. So, hatte letztens auch mal einer für mich eine Liste gemacht bei der Herbstshow. Aber wie gesagt, Bagaluten Disco Playlist. Geht weiter, ne? Haut rein. Macht's gut, bis denn.